Wenn es bei Einsätzen von Rettungskräften in Wohnungen um Leben und Tod geht, dann sind Informationen über Erkrankungen und Medikamente von großer Bedeutung. Doch in der Hektik sind bei Notfällen nicht gleich alle wichtigen medizinischen Daten zur Hand. Das Wohnungsunternehmen Jena Wohnen hat jetzt in seinen Servicecentern sogenannte Notfalldosen vorrätig. In der Dose finden sich alle wichtigen Informationen über den Gesundheitszustand der Bewohner. Sie wird im Kühlschrank aufbewahrt. Die Notfalldosen werden kostenlos abgegeben. Wer möchte, kann mit einer Spende die freiwilligen Feuerwehren unterstützen. Das ist für mich erstmal eine ganz einfache und effiziente Methode. Wir sammeln hier in diesem Behältnis wichtige Daten für den Mieter, wenn es darum geht, schnelle Hilfe zu leisten. Jeder hat einen Kühlschrank, diese Dose steht im Kühlschrank. Dort sind also die Daten erhoben, welche Krankheiten habe ich, welche Medikamente nehme ich, wer ist mein nächster Ansprechpartner, muss noch irgendjemand versorgt werden. Und im wirklichen Einsatz in dieser Notsituation kann dann der Einsatzleiter sehr, sehr schnell helfen, weil er diese Informationen sich aus dem Kühlschrank im Prinzip holen kann. In der Notfalldose befindet sich ein Infoblatt. Darauf sind alle wichtigen Informationen über den Gesundheitszustand, zu Medikamenten und Kontaktpersonen vermerkt. Auch Infos zu Haustieren werden abgefragt. Man sollte sich Zeit nehmen, das Faltblatt auszufüllen. Die Notfalldose muss gut sichtbar in der Kühlschranktür aufbewahrt werden. Und während ein Aufkleber an die Innenseite der Wohnungstür kommt, wird ein zweiter in Augenhöhe an die Kühlschranktür geklebt. Dadurch sind die Retter informiert, in diesem Haushalt gibt es eine Notfalldose. Die Dosen stoßen nicht nur bei älteren Jena Wohnmietern auf gute Resonanz. Sie können im Ernstfall Lebensretter in jedem Haushalt sein.